Und damit willkommen zurück zu Sipperbeet Park. Wir haben doch mehr geschafft, als ich erst vermutet hatte. Zum Beispiel haben wir jetzt eine Eistorte erstellt und sind hier oben in diesem Penthouse gelandet als Geist. Und bei der Verlesung des letzten Willens haben wir zumindest hinbekommen, Nummer 1 diesen Kuchen, diesen Bären zu backen oder backen zu lassen. Und den letzten Willen zu übersetzen. So, wir müssen noch irgendwie in die Gruft rein, aber dazu brauchen wir wahrscheinlich ihn als Geist. Dann muss er das Hotel verlassen. Demnach, wir sind jetzt oben und gucken uns mal ein bisschen um. Was haben wir denn Schönes? Fisch, wo eine Weinflasche umgefallen ist. Better than the view from the balcony. Ja, erstmal gucken, was hatten wir. Stay away from my crystal. Hey, new ghost, I told you not to bug me. Weil dieses kleine Örtchen hat so ein Riesenhotel mit solchen Wasserspeiern, riesigen. Ja, erzähl mir nochmal sowas. I'm sorry, Xavier, I'll leave immediately. Tell Clara on your way down, she's in trouble for letting you up here. Hey, new ghost. Is there any way I can speak to my daughter again? Not a chance, new ghost. Only the crystal behind me will grant you the ability, and you'll never get it. Und warum? Erklär mir das doch mal. Can I please have the crystal, so I can speak to Dolores one last time? Not a chance, new ghost. The crystal behind me has untold power. Hypothetically, if I was to get the crystal, how would I use it? Well, you're not going to get it. But hypothetically, if you were to get it, and only hypothetically, because you will never get it. Yes, you know, only hypothetically. Okay, hypothetically, you would just take it into my secret room, and you'd be able to talk with the living. That's it. Sorry, you know, to bother you, Xavier. Er sagt's nicht. Bye, Xavier. Sorry for bothering you. It's a speck of dust. Ach so, wir können es nicht nehmen. Verdammt. Okay, also wir haben wenig Möglichkeiten. Es gibt ein Kristall, wir können aber dieses Spezialzimmer. What's going on? Those runes are doing something to me. I can't, you know, float through the door. Okay, wir sind also im Penthouse oben, können aber gar nicht so viel machen, erstaunlicherweise. Ich nehme an, wir brauchen den Kristall, um da reinzukommen. Können wir uns die mal angucken. What's going on? Those runes are doing some... I feel warped just looking at those strange runes. They like have some sort of, you know, power over me. Okay, also die Runen müssen irgendwie weg. Können wir die wegpusten? Können wir die kühlen? Okay, das bedeutet andersrum, wir müssen wahrscheinlich jemand Lebendigen hier hochlassen. Aber... Company, thank goodness. What's your favorite, you know, TV show again? Hospital Hijinks. I know I shouldn't watch it. Whenever I hear the theme music, I can't resist sneaking a peek on the guest TV. Okay. How do we... Xavier has a secret chamber. I don't know how... There was a special book from outside the hotel, and there was something else too, I think. Bye and good luck, Clara. Moment, wir hatten doch auf eben 10... Hatten wir doch irgendwas. Da war doch noch ein TV gewesen. Sind noch Räume offen? Ja. It's an unplugged TV. It's turned off. This channel is just static. I should find it's now showing I love my cat. It's now showing banana banana. It's now showing skiing for it's now showing the rich and the so it's now showing hospital hijinks. Genau. So können wir den? This channel is just static. I should find it's now showing I love it's now showing banana. It's now showing skiing for it's now showing the rich and the so it's now showing hospital hijinks. Aber es ist nicht laut. Hospital Hijinks. Doctor, I love you. My
Ich muss mal, warte mal, ich muss mal den. What is that on the TV? Oh my, it's my favorite. Hospital hijinks. Elevator duty can wait. Well, at least for a little now. Gut, damit können wir dort hochgehen. Ich würde sagen, wir müssen jetzt als, weil ich nicht weiß, wen wir genau brauchen dafür. Privatjet zum Hotel. The doors are closed. Ich hol's das mal mit ihr. Okay, wir zumindest bis. Well, back to work, Abu. Kann es vielleicht sein, dass diese der Sheriff und so alles Cyborgs sind, die erstellt wurden? Ist sowas möglich? Deswegen auch so ähnlich sind alle? Who's that now? This is unbelievable. An alive human in my penthouse. Cleta's in so much trouble next time I see her. Okay, was haben wir denn hier? Better than the view from the balcony. Great view. I can see everything from here. So, das ist das Geisterhafte. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal das Zimmer an. Ich speichere vorher nochmal. Und dann sehe ich auch, ob ich da noch irgendeinen anderen brauche. Ja, das ist ein anderer Lichtschalter. Irgendwo hier, da gehen alle Kerzen an. Was haben wir da im Podium? It looks like a book can be placed here. Hier ist noch ein Staubkorn. Okay, wir brauchen ein Buch. Können wir jetzt... Gehen wir mit hoch, dort rein. Vielleicht sieht er ja was anderes noch. Looks like a book can be placed here. So, gelange ins Penthouse. Finde das geheime Buch der Beschwörung. Finde das geheime Buch der Beschwörung. Er kann sonst nichts machen. Das ist eine gute Frage. Wann kriegen wir dieses Buch jetzt? It's my joke book in perfect condition. If you don't mind hamster crap. It's a crappy recording of theremin music. Big whoop. Das geheime Buch. Hey, new ghost, I told. Can I plead? Not a chance. The crystal behind me has untold powers. Bye, Xavier. Sorry for. You know, I'll never get. I can't do. You know, I don't know what I mean when I. There's no water to splash there. Er hat irgendwelche Getränke, also bei ihm müsste man irgendwas machen. Wir haben auch kein VR-Board, wo wir irgendwie... Ja, die einzige, die mir einfällt, die wir irgendwie nehmen können.
ist die alte Hexe. Vielleicht hat die irgendwo das Buch. Wenn es um Kultes geht, würde ich es der erstmal jetzt gehen. In Zweifel für sie. Cast your lot before it's too late. Creepy. Welcome to the Thimble, the water. What? Our cloaks of subjective invisibility baffle your friends and family. Just remember. Amazing. Goodbye, mistress of the dark arts. How to hex. 50 Shades of... Geil. It's on cursed wheels. Ah, wir können höher gehen. Nee, höher. Oder müssen wir das erst... Achso, warte mal. Müssen wir das vielleicht drücken? Drücke. So, und jetzt nutze... Ich meine, das ist nicht perfekt, aber... So, was haben wir hier oben noch? Diese Augen. Wir nutzen nochmal die Leiter. Ich will wissen, wo es weitergeht. Don't touch the books unless you know what you want. Gehen jetzt mal die Leiter hoch, weil es alles Quatsch nur, was hier an Büchern ist. Alter, wie viel haben sie denn hier reingesetzt? It's a book with a skull on the cover. Ah, not just any book with a skull on the cover. It's the Book of the Dead. Take Trademark. It if you wish. It's on the house. Oh. But beware. Beware of what? Nothing, it just... Don't touch the books unless you know what you want. Gebrauchsanweisung, Auflage 3, Überarbeitung 2. Legen Sie das Buch der Toten auf einen geprüft offiziell lizenzierten Altar. Die Nutzung eines nicht geprüften Altars kann die zu Fehlfunktionen und oder Verletzungen führen. Bitte platzieren Sie ein lebendiges Objekt, welches in der Nähe des Grabes gefunden wurde, das Sie besuchen wollen. Die Blume. Das lebende Objekt ein Bewusstsein besitzt, sorgen Sie für eine sachgerechte Fixierung. Rezitieren Sie die Worte aus Appendix A in Richtung des Buch der Toten des Buches. Genitiv. Sollte Appendix A fehlen, denken Sie sich was aus. Ist eigentlich egal. Nach 3 Jahren kann verschluckbare Kleinteile enthalten. Copyright. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf kopiert werden, weder physisch noch spirituell, ohne schriftliche Bestätigung des Autoren, ob lebend oder tot. Alles klar, perfekt. Das geht. Wait until I'm off the ladder. Oh, also da haben sie sich echt Mühe gegeben. Hat jeder Kickstarter so ein Buch sich überlegt? Cooles Ding. Don't touch the books unless you know what you want. Okay, touch the books Titel. Unless you know what you want. Aber trotzdem Titel ist ja auch schon was. Okay. It looks pretty ratty. Los. Wir gehen jetzt auch zum Hotel. Leute, wir kommen vorwärts. Wir werden damit irgendwie so ein Ritual machen, wodurch er raus kann. Wenn er raus ist, kommen wir. Back to work, Abu. Achso, jetzt hab ich vorhin geguckt, wer die Pflanze hat eigentlich. Ah, die Blume. Eigentlich hatte ja sie das von Anfang an, weil sie dort. Als erstes war bei in der Gruft, aber ich glaube, das hat sich geändert. Nee. Okay, wir haben Buch der Toten. Nutze Buch. So. Nutze das. The book is glowing. So, jetzt schaue Buch an. It's glowing, but I can't read the text.
Maybe I'm not the one who's supposed to read it. Genau, nämlich das muss er machen. It looks ready for me to say the spell. Okay, dann würde ich sagen, wir speichern nochmal, bevor hier irgendwie mal wieder was passiert. Also rede mit Mumbo Jumbo. Mumbonius Jumbonius. Appendix A. Let me visit my dead relatives. Looks like Chuck got a tomb to fit his ego. So, können wir noch mal mit ihr reden? I love you, Dolores. Where's my sarcophagus? Why does brother Chuck get one and I don't? Maybe it's because no one found my body. It's a big electrical knife switch, straight out of Frankenstein. Ja, geschafft. Teil 5, die Lesung. Now, all three of Chuck Edmund's stipulations are fulfilled as we stand next to his remains. I will now read his will. I, Charles Edmund, being of sound mind and body, do hereby declare this, my last will and testament. Blah, 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 legalese here. Ah, yes. It is my will that the entire estate of all property and money be passed to... Yes? Yes? Madam, quiet, please. To the Amalgamated Holdings Corporation. What? And that all of Thimbleweed County be plowed under and a giant server farm be built in its place. You've gotta be kidding. What? Oh, my. Ooh! Doug likes farms. The destruction of Thimbleweed County will begin 2 days after verifying this will and testament. Oh, and this last part in tiny print. Dolores gets a Pillowtron 3000 t-shirt. This is as much as he'll ever get from Pillowtronics. Lenore gets nothing. Franklin gets nothing. Doug gets my ceremonial zinc-plated shovel. Yippee! Oh, good day. I'd better pack now. Here's your zinc-plated shovel, Doug, and your t-shirt, Dolores. Enjoy. Well, I never. Come along, Peter and Chucky. We're leaving. Verdient. Das geht ja schnell. Teil 6, die Fabrik. Something is very wrong here. I need to get into the factory and see if I can figure out what happened to Uncle Chuck. Nummer 1, wir müssen mal Staub kommen, bitte. It's Uncle Chuck's sarcophagus. Hope he's resting well. It's much too heavy to open. And I don't think I'd want to anyway. It's a Pillowtronics t-shirt with a tube on it. The only thing I got from Uncle Chuck. I feel like this was his final insult. The switch is stuck. It seems to have been recently welded into place. Schlüssel besorgen. Was hat jetzt noch eigentlich an To-Dos? Flüchten des Jenseits. Darf jetzt eigentlich hier komplett? Some weird power is keeping me close to the portal to the hotel. I can't get over there. Aber wir könnten nochmal, oder? Mumbo Jump. Ja, er könnte jederzeit hin und her gehen. Das war nur für mich wichtig. Hey, new guy. Bye, Xavier. Sorry for bothering you. Okay, ich würde jetzt an ihrer Stelle probieren, nochmal zur Bank zu gehen. Hat sich da jetzt irgendwas geändert? Hello. I should wait. Is this an obscene phone call? I need to keep them. How can I help, Miss?
Can I borrow? I'm sorry, Miss Edmund. I can't release the key, not even to Mr. Edmund's family. That's too bad, Mr. Apollo. Goodbye. Come back soon, Miss Edmund. Nutze. I'm not wearing it. How can I help, Miss Edmund? Goodbye. Come back soon, Miss Edmund. Können wir es geben? This is part of my inheritance. I'm not giving it to you. It's a Pillowtronics t-shirt with a tube on it. The only thing I got from Uncle Chuck. I feel like this was his final. It doesn't work in that. What's with all the heavy breathing and moaning? These obscene phone calls are getting annoying. Okay, dann machen wir noch eine zweite Sache. Wir gehen nochmal zur Menschen. Einfach, vielleicht hat sich da ja was geändert. Das ist unsere nächste Aufgabe eigentlich, um reinzukommen. Wir müssen irgendwie die Schlüssel kriegen. Digging! Hi, Doug. What are you digging? All right, mostly holes. But then I buried them. Okay, Doug. Tadal. Aber ein Glück, dass die nichts gekriegt haben. Chucky's been in our family for years. He's a good plant. Wir haben immer noch mit dem Finger. Ach, warte mal. Die Schaufel, könnte da ein Fingerabdruck drauf sein? Hat sich nichts geändert. Irgendwie lustigerweise das T-Shirt. I'm not wearing it. It's a Pillowtronics t-shirt with a tube on it. The only thing I got from Uncle Chuck. I feel like this was his final insult. Wie wäre es denn, jetzt nur mal so rein hypothetisch, bei der Fabrik, anstatt den Schlüssel zu nehmen, einfach auf das Gitter. Also wir können doch drüber klettern, oder? I'm not wearing it. It's a locked gate. I can't see much from here. Ja, aber guck mal, in welcher Höhe ist das? Das ist in Kopfhöhe, Schulterhöhe. Du kannst mir nicht sagen, dass du nicht irgendwas hier hinstellen kannst und drüber klettern. Das sieht nicht aus, als wäre es ein Elektrozaun. Das sieht nicht aus, als wären hier Stacheln drauf oder irgendwas. Das Einzige, was dich abhält, ist, dass du diesen Zaun nicht aufschließen kannst. Door closed by order of Safely First Savings. And in small print it says, for inquiries, contact Safely First Savings. Probate executor of this property. I don't want to do that. It would make it look red. It's called Levo's Bear Repellent. When you have this, you don't need to bear arms. Müssen wir dem jetzt irgendwas antun? Also wir könnten ihn erpressen mit dem Schalter. Könnte ich mir als eine Möglichkeit vorstellen. Wir könnten ihn mit dem Bärenspray ins Auge sprühen. Okay, I'm push. Oh Gott, habe ich jetzt... Ich wollte ihm das geben. Gebe, nicht nutze. Hello, Safely First Savings. Your He doesn't want it. What's with all the heavy breathing? He doesn't want it. I need to keep them on long enough to trace the call. He doesn't want it. I'd better hold on to this. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Are you coming on to me?
I need to keep them on long enough to trace the call. Aber wie kann ich sie denn dran halten? Wie geht denn das? Lass doch einfach den... Hello, safely first saving. The manager's already using it. Aber ich kann da drauf drücken, oder? Fürs Besetzzeichen. What's with all the heavy breathing and moaning? I wish I could get them to stop calling. Okay, kann ich den Schlüssel mit dem anderen nutzen? Dem it doesn't work in that. Okay, da haben wir was Neues zu tun auf jeden Fall. Ich denke, hieran wird es nämlich scheitern. Ich weiß nicht, ob die Uhr, die wir uns hello, reparieren, noch safely was finden. Savings. Your money is in our hands. Hello, safely first savings. Your money is in our hands. Moment. What's with all the heavy breathing and moaning? Können wir ihn nicht anrufen? I need to keep them on long enough to trace the call. Was ist denn, wenn wir jetzt runtergehen? Die Lobby. Und jetzt anrufen. Ach shit, wir haben... Das dauert so ewig. Da war kein Telefonbuch, oder? Ach Leute, es ist manchmal schlimm. Irgendeiner in der Stadt? Ja. Du gehst bitte mal... Was war hier? Straße B Street? Acht, vier, zwei, neun. Hello, safely first savings. Your money is in our hands. Is anyone there? Yes, I'm your friendly obscene caller. No, you're not. The obscene caller makes a lot of filthy noises and moaning sounds. Now, goodbye. Okay, wir müssen das sowas machen. Okay, das war jetzt relativ logisch sogar von Rätseln her. Mach mal. Hello, safely first savings. Your is anyone there? Warum kann die das jetzt nicht machen? Weil sie es nicht gehört hat von ihm? Die war aber auch dort gewesen. I'd like to order. I think you have this as a now. Man muss der Geist anrufen. Hello. Is anyone there? Sorry. Wrong number. You're wasting my time. Now, goodbye. Ach, ich weiß nicht, ob der Geist was besser machen kann. Wir können ja, glaube ich, nicht wechseln, während wir am Telefon sind. Hello, safely first savings. Your money is... Is anyone there? Yes. No, you're not. The obscene caller makes a lot of filthy noises and moaning sounds. Now, goodbye. It's a button to call. Okay, wir... Probieren es mal. Weil er kann stöhnen. Moaning sounds. Oder das Hotelzimmer, wenn wir da... Moment, wenn wir das Radio anmachen und das Telefon anrufen. Ist das eine Möglichkeit? It's a phone. Wir können es zumindest anrufen.
Hello. Is anyone there? Well. Is that you again? Ooh. It sounds like you, but I'm not sure. Well. I'm almost certain you're the same obscene caller as before. Oh. It is you. That's right. Keep at your moaning. I'll get you. Keep talking. I've almost traced you. Got it. Why do you think you can waste my time like this? Moan, moan, moan. Moan, moan, moan. It's a small wooden figure with mat carved into the base. Jo, Leute, wir haben es geschafft. Wir kommen in die Fabrik. Und wie es dort weitergeht, ach, guck lang. Würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Landetour. Tschüss.